Sie haben den Zeitzeugen gerade eben schon kurz gesehen und gehört. Mein Kollege Olaf Bock hat die Gelegenheit, ihn noch etwas ausführlicher zu hören. Und das wollen wir Ihnen nicht vorenthalten. Es ging damals um die Anerkennung der polnischen Westgrenze, um den Warschauer Vertrag. Und ich bin mit der Straßenbahn zum Ghetto-Denkmal gefahren, um Willi zu sehen. Ich kam ein bisschen verspätet, ich habe Brandt gesehen, ich habe auch gesehen, wie sein Kopf untertauchte sozusagen. Also den Kniefall selbst habe ich nicht gesehen und auch die Reichweite dieser Gäste nicht gleich an dem Tag. Erst am nächsten Tag in den westdeutschen Zeitungen sah ich diese Ikone, die für mich eine Zeitenwende angedeutet hatte und ein Teil dieses Tages war, der Anerkennung der Grenze. Das war klar, dass man über Willy Brandt als einen Antifaschisten, der Bundeskanzler geworden ist und nach Warschau gekommen ist, um die Grenze anzuerkennen, sich erinnern wird. Dass es dabei auch zu einer, könnte ich sagen, sogar stummen Antwort auf die Botschaft der Bischöfe von 65, als sie sagten, wir vergeben und bitten um Vergebung kommen wird, vor dem richtigen Denkmal der Opfer im Ghetto, aber eigentlich aller Opfer der deutschen Besatzung Polens, denken wird, das wusste niemand. Ich glaube, in der Tagesschau, in der polnischen Tagesschau flimmerte der Kniefall ein paar Sekunden lang, aber natürlich wurde das übertönt durch die Berichte aus dem Unterzeichnung des Vertrages und der Kranzniederlegung vor dem Denkmal des unbekannten Soldaten und. Es gab in zwei Zeitungen, unter anderem auch in der Volksstimme, in der jüdischen Zeitung und auch in der Wochenzeitung, in der ich damals gearbeitet habe, kleine Bilder, schlechte Qualität und das, natürlich wirkte das nicht als eine Ikone in der polnischen Öffentlichkeit. Später hat die Zensur immer wieder diese Bilder entweder beschlagnahmt oder unten weggeschnitten, sodass es so aussah, als ob Willy Brandt stünde und nicht kniete. Trotzdem war das ein Anfang einer neuen Epoche. Und da, noch etwas muss man bedenken. Eine Woche nach diesem Vertrag gab es an der Küste Arbeiterproteste, es wurde scharf geschossen, es kam zum Machtwechsel in der Partei. Und natürlich diese innerpolitische Situation hat auch die Ereignisse des 7. Dezember überdeckt. Dennoch sind die 70er Jahre schon noch unter Brandt und dann Helmut Schmidt und Edward Jerek eine völlig neue Epoche in den deutsch-polnischen Beziehungen gewesen. Ohne dies hätten wir die deutsch-polnische Interessengemeinschaft des Jahres 89, 90 nicht gehabt.